mein Mandant eigentlich keine sexuelle Handlung gesetzt hat und auch kein belastendes Beweismaterial besteht. Und dafür sind 9 Jahre doch sehr viel. Aus diesem Grund haben wir auch Nichtigkeitsbeschwerde und berufen wir Schuld und Strafe angemeldet. Wobei ich natürlich festhalten muss, von allen Angeklagten war das derjenige, abgesehen von dem Freispruch, den ich ehrlich gesagt so nicht verstehe, im Zusammenspiel mit den anderen Verurteilungen, war das natürlich die niedrigste Strafe.